Angesichts zunehmender Konflikte im Nahen Osten will die Arabische Liga eine gemeinsame Eingreiftruppe aufbauen. Ziel sei es, den Bedrohungen entgegenzutreten, sagte der ägyptische Präsident al-Sisi nach einem Gipfeltreffen in Sharm el-Sheikh. Die Rede ist von tausenden Elitesoldaten, die von Kampfflugzeugen und Schiffen unterstützt werden sollen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Lage im Jemen, wo schiitische Rebellen den Präsidenten zur Flucht gezwungen hatten. Auf dem Gipfel der Arabischen Liga in Sharm el-Sheikh ist ein Grundstein für eine arabische schnelle Eingreiftruppe gelegt worden, mit rund 40.000 Elitesoldaten, die zukünftige Krisen in der Region eindämmen sollen. Aber es müssen noch Details ausgearbeitet werden. Da bleibt viel Platz für Meinungsverschiedenheiten. Die Idee einer arabischen Armee schwebt schon seit Jahrzehnten im Raum. Aber es ist jetzt schon klar, dass sich nicht alle Staaten daran beteiligen werden. Syrien nicht. Libyen ist unwahrscheinlich, die Iraker haben Bedenken und die Algerier wollen keine Soldaten bereitstellen. Trotzdem, die Krise im Jemen hat die Gründung einer schnellen Eingreiftruppe beschleunigt. Wir haben hier einen neuen Geist und einige arabische Staaten wollen die legitime jemenitische Regierung unterstützen, indem man eine gemeinsame Antwort findet. Die derzeitige militärische Intervention im Jemen von mehreren arabischen Staaten unter der Führung Saudi-Arabiens könnte das Vorbild für die heute beschlossene schnelle Eingreiftruppe sein. Diese Koalition bombardiert Militärbasen der Houthi-Rebellen und hat dabei nach eigenen Angaben auch zahlreiche Skat-Raketen mit einer Reichweite von mehreren hundert Kilometern zerstört. Inzwischen kämpfen im Süden Jemens in Aden Anhänger des jemenitischen Präsidenten Hadi gegen Sympathisanten der Houthi-Aufständischen, die den Präsidenten entmachtet haben. Würde es den Houthis gelingen, auch Aden einzunehmen, dann würden sie die wichtigsten Städte des Landes kontrollieren. Die Koalition unter der Führung Saudi-Arabiens versucht genau dies zu verhindern.